Ja, komm, das kostet nur 33, das probieren wir mal aus und da kriegt man dann bestimmt auch schon neue Mineralien. Also da gibt's dann bestimmt das Durastil zum Abbauen, das ist auch was wert. Also kurzfristig den Plan geändert, wir gehen jetzt doch erstmal auf den radioaktiven Planeten und schauen uns da um. Viel verstrahlter als jetzt kannst du ja eh nicht werden. Dankeschön, White, für den qualifizierten Kommentar des Tages. Ja, Furzi, und wie geht's dir heute? Hab keine gemacht. Hoffentlich nicht in den Reaktor. Ich glaube, der Sub-Zero hat übrigens gesagt, da er der Terramat jetzt offen hat, können wir da vielleicht die Futterschale kaufen. Dann können wir unserem Furzi auch wieder was zu essen geben, ne? So, ja, die Eier muss ich dann auch ausbrüten. Ach, es gibt so viel zu tun. Es gibt wirklich so viel zu tun. Vom rotten Food legen wir mal weg. So, okay. Es riecht aber manchmal so, als ob Furzi das schon gefressen hätte. Stimmt doch gar nicht! Und wie das stimmt. Ist der Flug, also wenn wir hier jetzt warpen, werden da dann schon die Sachen geladen? Ist das jetzt quasi der improvisierte Ladescreen? Könnte sein, weil er ja manchmal unterschiedlich lang fliegt. Könnte aber auch auf die Entfernungen eingehen, die halt die Sonnensysteme zueinander haben. So, gut, weil dann will ich jetzt hier nochmal zum Außenposten und gucken. Ich denke, Sub-Zero belügt uns ja nicht. Ihm können wir vertrauen. Schauen wir mal, was wir da kriegen, ne? Watschel, 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 watschel. So, Terramat. Ja, die Floranerin ist happy, aber wir als Kunde noch nicht. Geht hier noch nicht oder habe ich was falsch abgespeichert? Also in meinen Gedanken. Weil irgendwo muss es doch den Futternapf geben. Oder kraften wir den jetzt doch selbst? Ich habe keine Ahnung. Aber es muss ihn irgendwo geben. Wenn wir schon mal da sind, schaue ich. Ja, hier gibt es natürlich die Batterie. Ist ein bisschen teurer, aber komm, wir können unsere Pixel im Moment eh noch nicht sichern, ne? Kann man sich doch ruhig mal ein bisschen was kaufen. Ja, was habe ich noch gebraucht? Ja, die große Batterie haben wir. Die Silicon Boards und so weiter gibt es hier leider nicht. Schade, aber die Batterien haben wir immerhin schon mal. Wetten, die finden wir später auch ordentlich en masse in irgendwelchen Ruinen. Also, habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ja, also ich guck nochmal. Terramat Shipments und so weiter, das haben wir ja alles. Somit ist der Laden im Moment uninteressant. Ob wir hier unsere Sachen auch zwischenlagern könnten, also unsere Nahrungsmittel? Weil wer sollte es rausnehmen? Die NPCs etwa? So, du hast nur die Lizenzen, ne? Okay, da will er jetzt 20.000. Das kriegen wir bestimmt auch irgendwann zusammen. So, ein Autochip und so weiter, das will ich im Moment noch gar nicht. Unser Hoverbike kriegen wir noch früh genug und das würde, glaube ich, eher auf einem flachen Planeten Sinn machen. Also müssen wir da erst Landschaftsgärtnern. Da hier, der wollte irgendwann was für uns haben, aber da hat uns zuletzt noch gesagt, ja, wir sind noch nicht bereit. Okay. Irgendwie glaube ich, da hat was mit Endgame zu tun. So, die haben aber keine Quests für uns. Wie sieht's bei dir aus? Was kann ich... Ah, ich kann jetzt Tungsten bei ihm kaufen und Titanium, aber mehr noch nicht. So, Bohrer gibt's bei ihm zu kaufen, okay. Platin, Platin, Platin. Ja komm, die Platin, die benutze man das selber noch. Wenn ich's nicht wieder vergesse. Fröck, hast du noch irgendwas Neues, Interessantes? Aha, Planetenmodelle und so weiter. Ich glaube, das kennen wir aber alles schon. Slimeblock-Kolonidit und so weiter. Ja, das Mod wurde ja auch geupdatet. Furniture, featured. Ja. Ja, ist schön, das alles zu haben, aber sonst, naja. Ja, mit den eigenen Schildern, wenn ich da mal was design, dann mache ich das wohl eher offscreen. Weil mein Talent dafür geradezu horrible ist. Okay, die Batterien auf jeden Fall noch nach Hause bringen, weil die zu verlieren, das wäre schade. Die möchte ich dann auch gerne produktiv nutzen bei einem der Upgrades. Hey, es regnet schon wieder. So, also die Batterien, mal gucken. Moment mal, vielleicht würde ja dann aber auch das Upgrade schon funktionieren. Wenn wir... Also irgendeins der Upgrades, ja, da brauchen wir die Silicon Boards, ohne die geht's nicht. Und hier brauchen wir auch die Silicon Boards. Moment, das war das Gleiche. Ozzlepi, was machst du denn wieder? Und hier brauchen wir auch Silicon Boards und hier brauchen wir Volatile Powder. Und da Silicon Boards. Ja. Na. Man kann nicht alles haben. Komm, wenn ich doch gerade schon mal da bin, wieder drüber enden. Mal gucken, was jetzt vielleicht noch geht. Es tut mir leid, Leute, aber es gibt so viel zu tun. Und ich sehe das halt und dann muss ich es machen. Ich komme da nicht drum rum. Aber ist ja auch schön, falls ihr es dann noch nicht gekannt habt, lernt ihr es jetzt hier dann auch wieder kennen. Eigentlich kann das Lagerfeuer ja dann weg. Ach, aber komm, ich lasse es mal hier, weil es macht ja auch ein bisschen hell.
Honey Smoked Barbecue war jetzt alter Favorit. Oh. Bloß, ob der jetzt auch noch gut funktioniert? Ah ja, Healing und Well Fed. Ja, das ist mal jetzt Leibspeise. Das funktioniert. Ah, toll. Pearl Pea Risotto und Added to Cooking Collection. Aber nichts weiter. Kornkopf haben wir doch bestimmt schon mal gemacht, oder? Ah, hatten wir noch nicht. Reiscake hat man schon einmal gemacht für einen Quest, das weiß ich. Bonbons. Aha, jetzt können wir Bonbons machen. Das sind etwas viele Bons. Aha, die sind dann noch süßer, noch mehr Zucker drin, ha? Schokolade selbst machen? Also so, das ist dann aber richtige Bitterschokolade, wenn da nur Kakao drin ist. Aves Mingo Saft, oh. Aves Mingo, die würde ich so gern mal probieren, weil die Beschreibung, die liest sich halt so gut, ne? Also die Frucht der tausend Geschmäcker oder so nennen sie es ja, ne? Das finde ich großartig. Also sowas würde ich auch in echt gern mal probieren, aber vielleicht wäre das eine Reizüberflutung für unser Gehirn. Könnte ja auch sein, ne? So, schieß das mal wieder weg. Dankeschön. Aber man merkt, es läuft alles irgendwie schon flüssiger, ne? Kaum, dass wir jetzt hier die ersten Upgrades gemacht haben, ne? Geht's schon wesentlich besser. Ach, guck mal, und da werden auch schon hier, ja, die, was waren das für welche? Current Corn, also dieses, ja, Current ist ja ein elektrischer Strom, beziehungsweise ein Stromleitungsfluss. Toll, mit dem Auge, ne? Da bin ich auf die rechte Maustaste gekommen. Also, was gibt's denn hier jetzt noch? Das hat man schon. Aber irgendwas muss doch damit gehen. Pineapple Juice, Tomato Juice. Echt jetzt? Wir können damit nichts Neues machen? Hm, komisch. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass mit den Bananen vielleicht noch irgendwas geht. Aber gut, wenn halt nicht, dann nicht. So, Tomate, Aves Mingo, Current Corn. Irgendwas, was ich loswerden will? Nee, ja, den Reis, den pflanze ich wieder an. Hm. Also das Farmen macht sich doch auch langsam jetzt schon bezahlt. Jetzt ist langsam groß genug, dass wir bald, ja, natürlich an den Umbau denken können. Ich will ja eigentlich ein richtiges Gewächshaus dafür haben. Allerdings ist dann blöd, weil hier regnet es ja noch, ne? Also das können wir im Moment erstmal noch so beibehalten. Nach hinten ein bisschen ausweiten sogar noch. Aber später dann, wenn wir irgendwie Bewässerungssysteme oder sowas haben, soll da auf jeden Fall Gewächshaus hin. So richtig schön mit viel Glas und auch Holzverkleidung. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Ja, das hier wollte ich wieder verkaufen, das Current Corn. Reich werden wir nicht, aber ein paar Pennies haben wir dann auf der Tasche. 120 Pixel geht. Reicht für eine Nacht im Saloon. Dann wollte ich, ja, was wollte ich eigentlich? Ja, genau, die Batterien so weiter ablegen. Und das Gespinst. Einiges, ja, davon hatte ich hier hingelegt. Ach komm, das räumen wir jetzt richtig auf, wenn wir schon mal dabei sind. Will der Vogel hier Ärger oder ist er nur zufällig da gelandet? Ich sag's dir, pass bloß auf, ich hab schon größere Böcke geschossen wie dich. Oh ja, da war ich Zeuge und auch Zeuge deiner schlechten Grammatik eben. Da war's, genau. So, und da wollte ich dann auch die Batterien reinpacken. Okay, ich glaube, dann haben wir es jetzt gut. Ja, alles gut abgelegt. Gut, ich könnte auch die Ho da lassen, aber ist mir jetzt gerade egal. Man muss es ja nicht übertreiben. Gut, dann schauen wir uns mal den verstrahlten Planeten an und gucken, wie wir da zurechtkommen. Auch so von der Schwierigkeit her. Hätte ich eine Flagge mitnehmen sollen? Habe ich nicht noch eine Flagge dabei? Nee, habe ich. Doch, habe ich. Gut, weil das könnte man gebrauchen, wenn wir da jetzt ans Erforschen gehen. Damit wir die Planetenumrundung ein bisschen leichter haben. Das fängt ja gut an. Ich mache mir hier ein Zeichen, aber so trotzdem, damit wir sehen, hier war man mal. Ja, tolle Pflanzen. Der Regen, ja, nee. Davor sind wir natürlich nicht geschützt jetzt hier mit dem EPP, ne? Ja, scheiße. Wir brauchen noch ein Gift-Upgrade. Ich hoffe, sowas gibt es. Ja, dann mache ich mir hier mal so ein kleines Dach. Komme ich von hier? Nein, ich kann natürlich die Kiste von hier dann nicht mehr öffnen. Manipulator-Modul, hey. Ich hoffe, ihr hört es auch mal auf zu regnen. Cool, da ist Industrie im Hintergrund. Das ist also, das sind vielleicht die Ruinen der Menschheit. Nee, ich weiß, die Erde hatte ja noch Bestand und so. Aber das sieht hier so richtig geil ruinös aus. Mann, haben die da was verändert. Krasse Sache. Ich glaube fast, hier sollte ich mich lieber unter die Erde graben. Da bin ich zumindest vor dem Regen geschützt. Und was ist das für ein Zeug? Rusty Metal. Ach, das ist hier im Boden. Okay.
Weil dann sind wir vom Regen geschützt und können uns trotzdem mal hier umgucken. Und dann die besseren Erze, die finden wir ja wahrscheinlich eh nur hier unten. Und warum leuchtet das da teilweise grün? Ist da radioaktives Material und igitt, wir haben gerade Raw Sewage gefunden, also Pu-A-A sozusagen. Weil das weiß ich jetzt nicht, ob das Grüne hier gefährlich ist oder nicht. Ich gehe einfach mal dran. Ah, das ist einfach nur Waste, okay. Aber da unten drunter ist Gift. Wir haben ja aber auch gesehen, Gift können wir auch gebrauchen. Für diese Kunstfasern, für das synthetische Material. Wenn wir schon mal da sind, packen wir auch gleich eine gute Portion ein. Also so 1000, 1500 erstmal. Das dürfte für eine Weile reichen. Und wenn was übrig bleibt, verkaufen wir es denen auf dem Außenposten als Wackelpudding. Ja, das ist hier ist auch ein Lied, das ich noch nicht kannte. Finde ich toll. Doch, finde ich echt toll. Und dabei hatte ich als Gesprächsthema heute auch was dabei, ne? Ich wollte darüber reden, dass ich in letzter Zeit so einen Heißhunger auf schokolierte Erdnüsse, also so M&Ms oder sowas, hab, ne? Ja, tolles Gesprächsthema bringst du mit, Ossel. Aber das geisterte mir im Kopf rum. Und dann bist du hier aber in Gedanken bei so vielen Sachen und kommst kaum dazu. Aber jetzt habe ich es immerhin erwähnt. Tolles Gesprächsthema, echt, ne? Nee, aber ich sollte eigentlich aus diätetischen Gründen darauf verzichten. Aber, ja, ich muss mir das doch ab und zu mal reinhauen. Geht's euch da ähnlich? Habt ihr auch manchmal sowas? Wobei ich versuche, bei diversem zu sparen, beziehungsweise diverses durch gesündere Alternativen, also gesünder für meinen Lebenswandel, sag ich jetzt mal, halt umzustellen, also Ernährungsumstellungen und so weiter, ne? So ein bisschen Diät versuche ich ja weiterzubehalten. Ich hatte ja leider einen totalen Jojo-Effekt, also das, was ich abgenommen hatte, ist eigentlich fast alles wieder zurückgekommen, teilweise sogar ein bisschen mehr, jetzt ist wieder ein bisschen weg und ich bin halt gerade dabei, das dann wieder weiterzubringen, dass das dass auch wieder noch ein bisschen mehr wegkommt, ne? Weil toll wär's. Ein bisschen weniger Hüftgold. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sind absolut der Meinung, Diäten oder sowas, das bringt gar nichts. Und ich muss insofern sagen, eine Diät bringt nicht unbedingt was. Eine Ernährungsumstellung ist meistens einfacher und sinnvoller. Oh, jetzt muss ich aufpassen hier. Wegen dem Raw Sewage. Oh, scheiße, das läuft gleich hier oben rein. Da habe ich nicht aufgepasst, ne? Das läuft doch hier rein, oder? Natürlich läuft das hier rein. Ach, warum muss ich auch unbedingt das Meer angraben? Aber da oben war ja auch das Land zu Ende. Das war ja scheiße. Ist das da nicht eine Toxic Top? Diese Pflanze haben wir auch noch nicht. Ich mache hier dann gerade mal zu, nicht, dass uns da irgendwas hinterherläuft. Ach Gott. Ja, die Viecher, die sehen so aus, als gehören sie auf so einem Planeten, ey. Wenn ich jetzt herausgehe, werde ich gleich wieder vergiftet. Das ist halt blöd. Ah, verdammt. Dann grabe ich mich doch lieber unten durch und lasse halt die Kisten erstmal Kisten sein. Wir kriegen bestimmt später auch irgendwie eine Immunität gegen Gift, aber jetzt haben wir sie im Moment halt leider noch nicht. Und ja, jetzt will ich mich nach da hinten in die andere Richtung mal weiter graben. Vielleicht ist da ja kein giftiger Ozean und wir kommen da besser durch. Also doch, dieser Planet, der behindert uns ein bisschen. Ja, immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. So. Also ich hoffe, da ist nicht gleich auch noch eine Ostsee aus Gift. Naja, okay, da hinten kommt auch Wasser. Verdammt. Nee, da müssen wir uns dann wohl eine Brücke drüber bauen. Und so wie es aussieht, hört es hier nicht auf zu regnen. Also wir kriegen ständig diesen Siff ab. Dann weiß ich nicht, dann sollten wir vielleicht doch erstmal die anderen Missionen machen, so wie das aussieht, ne? Okay, aber wenn wir uns jetzt eh gleich zurückbeamen, dann will ich wenigstens da hinten hochgehen und die Kisten ausräumen. Vielleicht ist da ja noch was Gutes drin. Es hat aufgehört zu regnen. Ah, Glück gehabt, okay. Dann versuchen wir die Zeit zu nutzen. Vielleicht regnet es ja auch nur tagsüber, wer weiß. Das heißt, nachts können wir rauskommen, um zu plündern, wie das böse Wesen, das wir sind. Hör auf, so eine Scheiße zu reden. Ist ja gut, Wyatt. Und das ist Durastil-Erz, genau. So, okay, also solange es nicht regnet, nutzen wir diese Zeit. So. Ja doch, der Hintergrund ist schön und er hat eben nicht gebaut. Dann hau ich auch gleich mal eine Salbe rein, nicht, dass wir jetzt hier wegen dem Gift verrecken. So, und dann kann es hier auch nicht mehr oben rein regnen und den Giftozean hier auffüllen. So, da ist Land in Sicht. Ich meine, das hat auch was Praktisches, dass das grün leuchtet, weil man sieht, dass es grün leuchtet, ja. Die Sachen hier habe ich ja noch gar nicht gescannt. Kann ich auch die Pflanzen hier scannen? Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich mache es einfach.
Ja, ich hätte gern das Fässchen hier gescannt. Okay. So. Ja, unsere neue Sphäre. Das hier wollte ich wieder. Ach, und dann geht's hier gleich weiter in den Giftozean, beziehungsweise über den Giftozean. Das da oben ist doch bestimmt... Natürlich. Warum sollte es auch nicht feindselig sein, ne? Diese Mikro-Lags nerven ein bisschen, wenn die Viecher angreifen. Naja, das kriegen sie bestimmt durch ein Update auch wieder in den Griff. Es sei denn, es wäre natürlich ein computerspezifisches Problem, aber das denke ich mal nicht. Weil bei mir, also ich habe wieder den Computer so weit aufgedreht, wie es geht. Daran sollte es nicht liegen, so rein leistungstechnisch. Ja doch, die Hintergründe und so weiter, das sieht schön aus. Und auch hier hinter Wasser, ne? Als wären da so Säulen und Rohre im Hintergrund. Doch, ist schon ziemlich schick. Ah, schon wieder so ein blöder Uranschnäbler. Das war eigentlich mal ein Fisch, ne? Aber dann sind ihm Federn gewachsen und er ist zum Terrorsittich geworden. Komm her! Ja, also viel halten die nicht aus. Das Schwert ist doch schon gut, das wir hier haben, aber sie können besser austeilen als die auf dem anderen Planeten. Was ja auch natürlich klar ist, dieser Planet ist ja gefährlicher als wie der andere war. Puzzle Piece Satzkonstrukte, da sollte ich mal ein Buch drüber schreiben. Oh Gott, was da wieder wohl zusammenkommt. Das kann nur ein Chaos sein. Ich meine, ich habe ja eh einmal angefangen, so tolle Zitate, Bonbons, Anekdoten und so weiter, auf die ich mal gekommen bin, niederzuschreiben. Aber für ein Buch ist das bei weitem zu wenig. Oh shit. Oh shit, der Boden könnte wegbröckeln. Stimmt. Das ist ja dieses Klärgrubenzeugs, ne? Oh, da müssen wir aufpassen. Das hätte gefährlich werden können. Ich meine, wir wären nur vergiftet worden. Das hätten wir überlebt, aber ich verzichte doch lieber drauf. So, hier ist ein Käfer, den werden wir bestimmt später auch mal wieder für irgendwas einfangen müssen. War ja früher in der Beta, war das ja auch ein Quest, eins der ersten. So, ach, schön die Zeit hatten wir gehabt. Einfach so einen Käfer fangen und dann abliefern und schon wieder so ein böser Vogel. Na? Ja, also immer wenn die angreifen, dann ruckelt's kurz. Finde ich jetzt nicht so toll, weil der Rest, der läuft eigentlich überwiegend flüssig. Ein, zwei Mikrolags zwischendurch, okay, die würde ich damit begründen, dass ja doch da manchmal etwas nachgeladen werden muss. Es kann ja nicht alles im Speicher liegen. Boah, da wäre ich jetzt fast wieder reingerannt. Oh, es regnet, schlechte Idee. Ja, genau deswegen, okay, Nano-Bandages. Gut. Ja, ich ziehe mich gleich zurück. Ich will mein Glück nicht ausreizen. Wir werden sonst noch so grün im Gesicht, wie hier eigentlich alles ist. Ja, nee, das bringt uns hier sonst um. Gut, wir haben ja ein bisschen was gesehen. Dann mache ich jetzt, ja, mache ich dann doch ein paar von den Quests für die Glitch, die wir da hatten. Bin mir absolut nicht sicher. Brauchen wir was zu essen? Ja, irgendwas Kleines wäre okay. Dann isst mal eine Schokolade, Wyatt. Schokolade ist gut. Schokolade füllt den Magen. Also, na okay, wenn man so viel Schokolade isst, dass der Magen voll ist oder sich aufbläht, dann ist es wahrscheinlich auch zu viel. Da stirbst du doch bestimmt dran. Wenn du dich nicht gerade aufbläst und zum Grandmaster of the Zarotti mutierst. Also ich könnte es mir vorstellen, ne? Wobei es leichter ist, an Kaffee, also an Dingsbums zu überdosieren. Das Zeug im Kaffee und im Cola, das ist Koffein, genau, das war's. Oder versuche ich, die drei Gladiatoren zu killen? Also, beim ersten Mal haben wir ja fast den ersten besiegt, ne? Hast du irgendwas Neues? Dreadwing? Ja, natürlich. Und hier die Bücherei? Klar. Ich weiß nicht. Will ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Am Ende ist die Bücherei gefährlicher wie die Champions oder umgedreht, ne? Ich kann die Gefahr nicht richtig einschätzen. Ach komm, leg mal alles ab, was du wirklich nicht hundertprozentig brauchst. Ja komm, das hier, ja, auch ein bisschen davon. Ich hätte bitte gern die Hälfte und davon nochmal die Hälfte. Damit wir ein bisschen was dabei haben, um uns unterwegs notfalls noch was herzurichten. Ja komm, auch mal die Fackeln und so, einfach mal alles rein, dann versuche ich die Gladiatorenkämpfe nochmal. Warum sind die Bandagen hier auch unterschiedlich? Ich verstehe es nicht. Ich schätze, es hängt mit einem Mod zusammen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, die Waffen werden wir ja eh behalten. Ja gut, die Blöcke hier, die wollte ich eh später wieder unten auf dem Planeten ablegen. Aber egal. Egal. So, dann müssen wir unsere Erdblöcke auch wieder auffüllen. Ach, jo, wir haben ja noch genug dabei. Okay.
Oh Mann, okay, dann versuchen wir, die Dingsbumse, die Gladiatoren zu erledigen. Das kann ja was werden. Aber die liebe Nuru, die wartet ja. Sie gibt uns diese Möglichkeit und wir können ihre Ehre verteidigen. Das machen wir natürlich gern. Was bist du für ein Spaß? Bist du so ein elender White Knight, so ein beschissener Social Justice Warrior? Nein, so würde ich mich nicht bezeichnen, aber die Nuru, die ist doch halbwegs nett. Ich denke, für die können wir doch was erledigen. Na okay, wenn du meinst. Aber ich habe wieder die ganze Arbeit. Ja, natürlich, Wyatt. Ich arbeite ja nie. So, versuchen wir es. Die neue Rüstung reicht hoffentlich. Wenn nicht, werden wir das sehen. So, hier haben wir ja, glaube ich, so ziemlich alles gescannt, ne? Beruhigende Musik. Soll mich auf den Kampf vorbereiten. Ich muss mich spirituell so ein bisschen, ja, auf den Boden zurückholen. Ich heile mich gleich nochmal ein bisschen. Ich will da ganz toll sein. Und wir wissen, jeder kämpft ja mit einem anderen Stil. Ich glaube fast, die sind immer noch zu stark. Wenn ich das Ausweichen packe, ne? Das wäre die halbe Miete. Mach mal hier gleich genau. Hättest du gedacht? Ja, lass den von da hinten snipern. Der kann mal daneben snipern. Der ist gut gepanzert. Scheiße. Ja, doch, aber ich glaube, das wird was. Oder waren das drei Kämpfe hintereinander? Dann, naja. So. Ja, schießt du ruhig nochmal. Ah, und ich flieg mitten rein, ne? Nicht meine feinste Untat, aber ihr werdet trotzdem gewickelt. Na komm, die zwei haben wir doch gleich. Aber dann darf uns Scharfschütze nicht erwischen, ne? Na, der Drecksack. Da war nämlich bisher jetzt hier das größte Problem. Den Nahkämpfern konnte man gut ausweichen. Also ich hoffe, da kommen nicht noch viele Kämpfe nach, aber wenn doch, dann könnte es sein, dass wir geschissen haben. Haha! Warum kriegst du keinen Schaden, wenn du da unten durchläufst? Weißt du was? Schrotzenpower! Mitten auf die Fresse! Du blödes Arschloch! So. Ah ja, den konzentrierten Schuss. Genau, gute Idee eigentlich. Er kriegt verdammt wenig Schaden, der Babsack. So. Und er geht halt da unten gerne im Loch in Deckung. Ja, den Schuss hattest du frei, du Idiot. So. Also das waren für mich schon mal drei Gladiatoren, aber wenn es da hinten weitergeht... Scheiße, ich glaube, dann sterben wir wieder. Außer die sind auf einer ähnlichen Schwierigkeitsstufe. Da oben wäre... Hätt's da einen Geheimgang hingegeben oder nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht sollte es auch nur dekomäßig so aussehen. Ah, doch, fertig. Oh, Glück gehabt. Okay, mal gucken, was die Nuru uns jetzt dafür schenkt. Die Herausforderung war angemessen, beziehungsweise ohne den Scharfschützen wäre es sogar leicht gewesen, ne? Ganz anders wie beim ersten Versuch. Nuru war, glaube ich, auf der anderen Seite. Wie war das? F gedrückt halten, genau. Juhu! Och, und dann kriegen wir aber trotzdem Schaden. Was ist denn das für eine Scheiße? Das finde ich nicht okay. So, Nuru, was hast du denn für uns? Wir kriegen eine Trophäe. Ja, gut. I like this place, it's spooky. Du magst, weil es hier so ein bisschen gruselig ist, okay. Und auch damit sind wir wieder mal am Ende einer Folge angelangt. Es gab heute wieder einiges Neues zu sehen. Wir waren ja jetzt erstmal auf diesem toxisch strahlenden Planeten. Wirklich eine sehr lebensfeindliche Umwelt. Vor allem halt eben dieser Giftregen, der stört total. Beim Runtergraben, okay, das war halbwegs in Ordnung. Ich weiß nicht, was für Viecher da vielleicht noch auf uns gelauert hätten. Möglicherweise wäre es dann da unten auch noch gefährlicher geworden. Aber das wollte ich nicht weiter ausprobieren. Ich hoffe, dass ich jetzt erst demnächst mal in irgendeiner Mission einen Schutz gegen das Gift finden kann. Und wenn nicht, müssen wir vielleicht doch einfach so da durchgraben. Das weiß ich noch nicht. Könnte natürlich sein, dass Chucklefish so fies waren und das so als extra Herausforderung reingeschoben haben. Ja, und ansonsten, ich bin froh, dass wir den Gladiatorenkampf jetzt gepackt haben. Das ist auch schon ein Schrittchen weiter. Nur die Trophäe, die uns Nuru gegeben hat, keine Ahnung, ob die uns was bringt, außer halt den optischen Liebreiz. Und von mir an euch mal wieder ein großes Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und kommt auch das nächste Mal wieder mit dazu.